Harfe? Sind wir jetzt im Himmel? Musikwelt! Ich raste aus! Oh yeah! Trommelwirbel, Obacht! Du hast das Puzzlestück bei dir? Ich erzähle erstmal was dazu. Willkommen in der Musikwelt! Wahnsinn, wie laut es hier ist! Klänge spielen in dieser Welt eine wichtige Rolle. Du wirst auf verschiedenen Musikinstrumenten spielen müssen, um weiterzukommen. Klasse. Na gut, dann machen wir erstmal das kaputt. Puzzle. Yes, alle mit nur einmal springen! Puzzle ist gesaved. Ich raste aus, nehme ich mal in die Trommel. Okay, ist nichts Besonderes. Da haben wir ein paar Becken. Ich kann hier was ziehen. Oh ja, du musst die Becken festhalten, damit ich zerquetscht werde. Komm ich da so durch? Nein, das war doch eindeutig drüber. Ja, ich kann das nicht. Da. Hast du? Okay, kann der nächste bitte? Warte. Mit dem Schmuck hier. Oh. Jetzt? Ja, danke. Okay, nächste bitte. Wie die Zeit, wo ist die denn? So. Fall da nicht noch runter. Du musst ja auf die Bongos. Ab. Durch, danke. So, Bongos. Soll ich dazu was erzählen? Oh. Die macht tatsächlich Sound. Geil. Du musst oben auf das Xylophon da links klettern. Aber wie soll das gehen? Übrigens, ich habe drei paar Gamecube-Bongos mit den Donkey Kong-Spielen hier rumliegen. Habe ich noch nie gespielt. Würde ich aber gerne mal. Weißt du aber nicht, was jetzt playtauglich ist, wenn da die ganze Zeit der Bongo-Sound im Mikrospur mit drin ist vom Klopfen. Also ich komme hier das Xylophon-Gedöns nicht hoch. Was habe ich gerade vorgelesen? Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich in die Trommel da rein? Nee, da kann, ich kann hier mit der Trommel auch nichts machen. Was habe ich denn gerade vorgelesen? Nochmal. Wenn du auf die Trommel schlägst, dann steht eine Schockwelle. Ach so. Die müsstest du doch irgendwie ausnutzen. Ich muss dagegen schlagen, damit ich dich da hochjazzen kann, wahrscheinlich. Du mich? Nee, es sind nicht deine Bongo-Sprünge. Die Schockwelle ist da doch... Ach, du kannst da landen? Ich dachte, wir haben eine Schlucht bei dir. Vielen Dank. Oh, und dadurch kommt das hier auch nach oben. Na, siehst du wohl. Oh Gott. Krieg immer einen Schreck, wenn das 70 Sekunden sind. Ja, ne? Zwei Treffer weg. Was sind das da für Monster bei dir? Nee, weil das auch aussieht wie 10. Ach so. So, fragen wir mal den Rahmen. Die Stimmungskanonen da versperren uns den Weg. Da sie unsere Sprache nicht verstehen, müssen wir sie wohl zur Seite drängen. Okay, hilf mal runter. Ich glaube, du musst auch auf die Trommel einfach drauf betzen. Na bitte. Nochmal? Ich drücke die. Ich spam die X-Taste. Sehr gut. Ah ja, alles cool. Alles ist cool. Ist alles cool? Oh, ich hab einen Gong. Gong? Gong? Siehst du den Gong da vorne? Ja, hab ich schon bemerkt. Schlag doch mal drauf. Oh, als wenn ich das nicht gemacht hätte, hättest du es nicht gesagt. Mit dem Kopf mich drauf gebimselt. Warte mal. Bist du drauf? Ich hab extra den Doppelsprung genutzt. So. Hast du die Zeit? Ja, nochmal. Schreib mich nicht an. So, jetzt musst du mir irgendwie helfen. Jetzt gehen die Bongos runter. Okay. Ich rutsche hier gerade runter. Achso, das Xylophon macht durch den Ton deine Bongo-Größe. Okay, ich verstehe. Das Xylophon macht was? Durch die Töne des Xylophons verschieben sich die Bongo-Trommeln. Ach was. Das ist nicht euer Ernst. Bock-Ock. Wow. Ein antikes Grammophon. Es funktioniert, wenn du die Kurbel nimmst und sie drehst. Da muss ich wahrscheinlich erstmal warten, bis du da bist. Alter, das ist ja gruselig. Was ist denn jetzt los? Was muss ich denn hier machen? Weiß nicht. Ich spiele Xylophon. Ich kann da rauf. Das katapultiert mich zurück. Okay, ich muss aber hier drehen, sonst passiert bei dir nichts. Ja, bitte. Ja, Grammophon, nimm mal ordentlich ein. Ja, nee, einheitlich in eine Richtung. Welches ist mir egal? Schubidubidu.
Ich fahre eine extra Runde für die Zeit. Mhm. Habe ich. Gott, klingt das gruselig. Auf jeden Fall. Und Baller. Ja, gib, ich bin gleich da. Vielen Dank. Aber gern. War ein Fest mit dir. Ich bin schon beim Ziel. Was mit dir? Ich habe hier noch irgendwie Bongo-Leute. Bongo-Leute? Pff. Ich darf nicht weiterlaufen. Ich bin ja schon da. Nee, ich wäre ja schon mal zur Tür gegangen, weißt du? Sind wir jetzt im Theater oder so? Weil rechts und links sind ja noch, Tribünen? Tribünen. C wie? Xylophon. Nee, stimmt gar nicht. Das ist ein Instrument mit C. Cello? Wow, das fängt schon wieder mit Wow an. Ach, eben war es noch, aber genau. In diesem Level gibt es jede Menge Blasinstrumente. Ja, ich habe Blas gesagt. Um ein Blasinstrument zu spielen, stelle dich neben das Mundstück und drücke die Action-Taste. Blasen und Mundstück, ich weiß, alles klar. Sei aber vorsichtig, wenn du die Action-Taste loslässt, bläst du nicht mehr. Die muss ich auch blasen? Ich kann ja gar nicht blasen. Du kannst auch nicht blasen, ne? Warte doch, Geschenk. Was holen? Hä? Ich hab ein Geschenk geholt. Wie das denn? Ich stand, hab mich daran gestellt und X gedrückt. Ich kann ja nichts drücken. Stand da Geschenk. Okay, du hast ein Secret gefunden, ich raste aus. So, was ist das? Knüller. Wie heißen die Dinger nochmal? Ein Metronom. Genau. Komm ich von hier überhaupt rüber? Ach, okay, ich bin hier beim Blasinstrument. Ja, dann musst du wahrscheinlich mal blasen. Ja, okay, wusste ich nicht. Dann gern nochmal. Jo. Das sind ja auch schräge, ey. Danke, bin drüben. Na, sehr gut. Hast Traum aufgeblasen hier. Ich will gerne mal auf dem Café spielen hier vielleicht. Aber gern. Soll ich dir erst noch was dazu erzählen? Kann ich aber nicht. Da vorne ist eine Posaune. Wenn du den Schieber betätigst, ändert sich die Tonhöhe. Die Höhe der Plattform da drüben ändert sich mit der Höhe des Tons. Wenn die Tonhöhe nicht stimmt, bekommst du später Probleme. Das ist jetzt ein Spieler. Dann bin ich schon wieder dran. Kann ich ihn kaputt machen? Grabst du das denn oder grabst du das auch? Oder muss ich das von vorne zuzeln? Also ich kann hier was machen. Nee, ich muss von hier zuzeln. Ja, welche Tonhöhe nehmen wir denn? Ja, was nehmen wir? Ich da am Blasen bin. Wie kommt dir das an? Ein Traum. Ja, du siehst doch da oben, wie sich die Plattform verändert. Musst du abschätzen. Wofür brauche ich die denn? Weiß ich nicht. Nehmen wir mal das so. Ich will Schlagzeug spielen. Kannst du jetzt auch nochmal zurückgehen. Ja, im Zweifelsfall das. Als nächstes kommt eine Trompete. Das Instrument habe ich früher auch gespielt. Achso, habe ich die, genau. Ist sie hoch genug, damit du pusten kannst? Das ist jetzt wohl die Frage. Ja, dann schnell was spielen und komm noch mal hier. Ja, nu? Hello? Springen wir auf die Knüppel. Darf ich mal auf Rad? So, weiter schon? Nehmen wir die noch mal? Haben sie alle. Okay, jetzt habe ich den hochgemacht. So, jetzt war ich auf jedem einmal drauf. Oh, wie lange muss das denn investieren? Das ist doch auch beschissen. Das hält aber voll auf. Ja, das sieht aber hier. Das ist. Jetzt muss ich das wieder zurückmachen? Ja. Oh. Ja, oh nein! Das hält aber echt auf. Jetzt schnall ich das. Das ist, du hast drei Plattformen und ich habe diese drei Regler hier, weißt du? Ja. So, jetzt muss ich wieder hochbimseln, ne? Für die Zeit, oder was? Geh nochmal auf die mittleren. Du komm! Spiel! Ist aber nicht die Zeit, ist doch Puzzle. Oder so. Willst du wieder runter oder schaffst du das selbst? Von da aus musst du rüber können, oder nicht? Oh Gott, Perspektive ist doch so mistig. Das passt, da bist du im Schatten richtig. Was ist ein Gegner, die Glocke hier? Bims. Und jetzt komme ich nicht weiter, oder? Ach, du kannst ja die Tröde rausboosten.
Ich muss mich jetzt wieder zurückpuzzeln hier, weil ich habe den Weg genommen für 60 Sekunden mehr Zeit. Ja, die waren auch bitter nötig. Ja gut, aber das kostet auch irgendwie 20 Sekunden hier, dieser Umweg. Macht immer noch so. 40 netto plus. Ja, stimmt wohl. So, ich muss hier Flöte hin. Hm, bitte. Das ist eine Blockflöte. Zumindest das Mundstück. Ja, ich blas mal dauerhaft, wa? Oh. Zieh das jetzt als 30 oder als 60 Sekunden Schaden? Nur als 30, oder? Oh, Junge. Was ist denn? Jetzt kommt hier so eine Glocke. Nee, die Glocke ist ein Gegner, habe ich immer darauf feststellen müssen. Gott. So, frische Zeit. Sind da Axtblätter an den Metronom? Macht ein bisschen den Eindruck, ne? Okay. Guck mal, hier ist direkt der Rest von die Blockflöte. Alles schon. Da kann ich nicht reinlaufen? Ja. Dann komme ich gerade nicht weiter, dann musst du irgendwas machen. Nee, doch, ich kann da rauf. Ach, reines Scheiße, dann läuft er automatisch zurück. Okay, das heißt, ich muss die Löcher überspringen. Okay. Ich muss hier gerade nichts. Wie es aussieht. Ich kann den Rahmen befragen. Hast du es endlich geschafft? Blas einfach auf den Pfeifen da drüben, um die Tür zu öffnen, dann bist du hier fertig. Also musst du auch mit pfeifen. Sofort. Ich wollte nochmal umdrehen, da war noch irgendwas, oder nicht? Nein? Ist hier noch was? Du hast noch Zeit. 60 Sekunden. Es gibt eine bessere Wertung zum Schluss. Meinst du? Guck, jetzt hast du auch schon ein Publikum hier zum letzten Level an den Seiten. Siehst du das? Oh, das vibriert richtig, Alter. Alter. Wer ist hier alt? Ich hab gewonnen. Trotzdem nur ein D? Aber mein Geschenk hier eingesammelt, ja. Wir haben ein Saxophon als Geschenk? Mhm. Und da bin ich jetzt gespannt, ob das im Hauptmenü auftaucht. Die Puzzlestücke haben wir auch schon nicht gefunden. Ja, aber dieses komische Vieh, was wir mal gefunden haben, das war ja dann im Hauptmenü zu sehen. Hm. Vielleicht spielt das Vieh jetzt Saxophon. Geil. Wow, was für ein schöner Garten. So einen Garten möchte ich haben, wenn ich mich mal zur Ruhe setze. Ich kann heute nicht lesen. Hier kommt eine fiese Trommel angelatscht. Ich weiß nicht, ob ich da ins Wasser rein darf. Ich glaube nicht. Mit Sicherheit nicht. Was muss ich jetzt machen? Kann ich darüber springen? Kann ich ein Boot besorgen? Ich bin hier außen rum. Ich besorge dir ein Boot. Halte ich fest. Erstmal gehe ich auf die Wibbel. Wofür auch immer. Sag, wie weit soll ich denn vorlaufen? Das macht gar keinen Sinn. Ach, du musst hier da auf die Wippe. Geh zurück. Auf der Wippe kannst du mir so ein Ding darüber schießen. Was ist das für ein Ton, ey? Schieß mir so ein Ding darüber. Möchtest du das haben? Ja. Möchtest du mehr davon haben? Möglicherweise. Wie läuft denn das hier? Ja, ich möchte da mehr von haben. Ne? Mindestens. Kann man mehr kommen, da kommt was so. Halt dich fest. Ich glaube, also ich. Zwei Minimum. Ach. Mann, jetzt habe ich ja, die nächsten dann. Noch vier runter. Reicht mit Sicherheit nicht, oder? Du musst jetzt wahrscheinlich drei rüberkacheln, wenn nicht mehr. Oh Gott. Du darfst doch nicht mal Doppelsprung machen, weil du beim Doppelsprung landest, braucht es zu lange, um sich zu berappeln. Wenn du nur einen einfachen Sprung machst, wenn er ausreicht, kannst du instant weiterlaufen nach der Landung. Nein! Das Spiel hat mir beigebracht, ständig Doppelsprünge zu machen. Ist so nicht richtig. So, bitte mehr kriegst du nicht. Siehste? Voll geil, oder? Ja, und was war das jetzt? Was, wieso? Nicht? Ich bin rübergekommen, aber ich war dann in diesem roten Strich der Mitte. Und da hat er gesagt, nur das möchte ich nicht. So, hier, volle Power, vier Stück. Du hast dich wieder nicht bewegt, ja? Ja, das ist ja eh verkackt. Das ist eh verkackt. Verkackt. Das würde ja wohl passen. So, den Kack bin ich los, jetzt sehe ich hier nicht mehr viel. Was sind das für Quitten? Sind das riesige Eicheln? Ich glaube, die brauche ich, um die rüber zu jammen, oder? Ist das ein Banjo? Das ist, glaube ich, kein Banjo, wenn das viereckig ist da, oder?
Alter. Bin ich drüben? Alter, die zeigt mir voll die Nüsse. Chicken? Schon wieder, wow, da ist eine riesige Kastagnette. Komm mir nicht zu nah, sonst wirst du geplättet. Ich frage mich, ob man sie aufhalten kann. Ja, ich habe hier eine riesige Kastagnette. Ich drehe mich mal hier hinten im Kreis, lustig, ne? Ich gehe baden. Wo ist denn schon wieder diese blöde Zeit? Ich stehe doch da. Ich sehe den Schatten nicht. Oh, ich... Großartig. Wir sind schon mal 60 Sekunden weg für vielleicht 30 Sekunden holen. 90. Ich lass es einfach stehen. Ja, komm. Die 90 Sekunden brauchen wir auch nicht. Nee. Achso, jetzt ist sie bedröppelt. Dann, da kommt ein Puzzlestück. Ich glaube, du kannst das weg. Den Rest schaffe ich so. Danke. Lauf, wo die Zeit... Wow, das war eng. Das wusste ich nicht, dass sie sich auch umdrehen kann. Ja, jetzt bin ich hier vor einem Stahltor. Klanghölzer? Mhm, klasse. Ich ziehe hier mal ran. Das wäre ganz nett. Danke. Geil, diese Trommeln, die sich selber schlagen. Wo laufe ich denn hier drauf? Ist das ein Sarg? Ich rutsche auf jeden Fall ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, welches Instrument das ist. Kenn ich nicht, nie gesehen. Kriege ich denn eine hier kaputt? Hast du? Ja, hab ich. Gut. Was ist runtergefallen? Ach, komm mal. Mir ist aufgefallen, wenn du einen Doppelsprung machst. Das ging aber früher bei einigen Gegnern nicht. Hast du so eine Art Schallwelleneffekt um dich rum, der die Gegner ebenfalls zerstört. Was zum Henker ist das? Bitte. Ich meine bei mir. Nee, komm ich nicht rauf. Frag mal unseren Freund den Raben. Ja. Hallo du. Möchtest du mal auf dieser Bambusflöte spielen? Keine Bange, es ist ungefährlich. Für dich wahrscheinlich. Ein Fäscher. Na klasse. Ja, nö. Ich hab gewonnen. Guck mal, hättest du jetzt noch 90 Sekunden mehr Zeit gewollt? Ja, für ein A, für Ast rein. Und nicht für ein C wie Rechtschaos. Na dann. Oh Gott. Du musst auch springen. So, ein bisschen rechts. Und dann... Du musst auch springen. Ich wusste, dass es kommt. So, Tambourin und so. Ich hab das Puzzleteil. So, ich habe 30 Sekunden plus gemacht. 30 verloren, 60 gewonnen. noch eine Kastagnette. Die haben so viel Power. Wir sollten sie beruhigen, anstatt ihr Angst zu machen. Ja, ich gehe beruhig sie mal. Oh, ist das schön. Ja, jetzt kann ich... Warte, so? Kann ich mich hier da verstecken? Ja gut, die Kastagnette dreht nicht um. Diese hier nicht. Vielen Dank, das ist ganz reizend. Na klar. Rock! Rock! Das ist eine Geige. Du hättest nicht gedacht, dass du Geige spielen musst. Was? Im Grunde brauchst du nur den Bogen, um weiterzukommen. Ja, erstmal nehme ich hier. So, dann halten. Ich kann es noch halten? Siehst du den Schatten des Bogens auf dem Boden direkt links neben mir? Wenn du hineinspringst, kannst du dir den Bogen greifen. Drück die Action-Taste direkt nach dem Sprung und vergiss nicht, sie gedrückt zu halten. Schön finde ich, dass du auch nicht richtig lesen kannst. Du interpretierst auch mehr rein. Hinspringst schon, wenn du hineinspringst. Aber ich lese auch richtig beschissen heute. Das ist alles super. Okay, nix. Also. Siehst du den Schatten? Was zum... Ja, geil. Vielen Dank. Wofür ist das jetzt? Brot? Ich frag mal das Hühnchen. So, McNugget, erzähl uns was. Dieses Keyboard.
wird zeigen, ob du musikalisch bist. Du kommst nicht weiter, bevor du nicht die richtigen Töne gespielt hast. Ja, leck mich doch am Fuß. Ich bin jetzt schon... Ja, er spielt die vor. Du drückst auf den Knopf und er spielt die vor. Ach so. Du musst die nachspielen, die er spielt. Okay, dann lausche. Du spielst die ganze Zeit auf dem Scheiß rum. Hast du dich nicht bewegt, ne? Ja. Ich will, wenn wir gleich im nächsten Anlauf die Schelle einmal geschafft haben, nicht irgendwo hinten noch verrecken und das hier nochmal machen müssen. Dann krieg ich nämlich einen Föhn. Ich bin nicht mal zugehört. Was war los? Ganz rechts. Ganz links. Meine? Nee. Natürlich meine. Na komm, los geht's. Oh Gott! War das die? Oder war das die? Ja, mach! Mach immer eine! Eine von der beiden mittleren! Ich dachte, du musst ja erst! Jetzt. Nimm mal, warte! Oh, ich krieg so einen Föhner endlich! So, jetzt bitte hochkonzentriert, ich will den Mist nicht nochmal machen. Soll ich die schießen? Oder? Nee. Achso. Ja, ich schüttel die da drunter, Walle. In der Welt machen wir auch alles, ey. Blasen, schütteln. Was sind das, Maracas? Nee, oder? Wie heißen die? Ja, ich würde Maracas sagen. Der Boss wartet schon. Doch dieser auf dich. Auf dieser. Was doch, dieser Kampf wird ein bisschen schwieriger. Oh, oh. Sieht aus, als müsstest du nur die Rohre, auf denen die Beine stehen, treffen. Aber das wird nicht reichen. Du musst nicht nur die Rohre treffen, auf denen die Beine stehen, sondern du musst sie gleichzeitig treffen. Oh Gott. Das klingt nach Spaß. Wir lassen auf drei los, ja? Ich hab's noch nicht mal angefasst. Eins, zwei, drei. Auf drei. Eins, zwei, drei. Sag mal, das war's doch jetzt so gut wie, oder was? Ich weiß es auch nicht. Nun, nimm das! Eins, zwei, drei. Gib mir kurz mal deinen Controller, bitte. Danke, hab ich. Alter, das muss echt ein Spiel alleine machen. Das ist doch bescheuert. Ich glaube, wir hätten noch 150 Sekunden da gestanden, sonst möchte ich wetten. Edwin, ich lass los, wenn du drei sagst. Oder? Ja, das sah für mich relativ okay aus, aber dass es wirklich auf Naht gemeißelt sein muss, ist schon ein bisschen hart vom Spiel. Das ist für zwei Spieler echt nicht schön. Ich mache dir da keinen großen Vorwurf draus. Hervorragend, dankeschön. Aber wenn das jetzt beim Bosskampf die ganze Zeit so wird? Wow. Ich muss den Strom erstmal anmachen hier. Magical Instrument Chimborine, wie sprichst du das aus? Chimborine hätte ich, glaube ich, am ehesten gesagt, ja. Ja, ich habe auch meinen eigenen Hammer, scheiße. Wo bin ich? Ach da. Gut, was soll ich? Ja, ich muss da was fangen? Kann ich das da fangen? Ja, kann ich auch nicht hauen hier. Das hat mit Fangen nichts zu tun. Ui.
Müssen wir beide auf das gleiche Gedöns schlagen oder so? Ich habe das nicht geschnallt. Wir müssen die Beine von ihm irgendwie, ne? Gleichzeitig? Mhm. Dann mach das unterste Bein von ihm. Ah, fuck. Das hat mich gerade gehauen. Ja, konzentrier was auf das unterste. Hä? Nee, auf die Dinge muss ich hauen. Mann. Okay. Ich muss auch auf den hauen, auf den du haust. Oder was? Den dritten? Ich weiß es auch nicht so genau. Jetzt den dritten, ja? 1, 2, 3. Jetzt ist das Ball noch nicht mehr drauf, ich habe keinen Plan. Aber auf jeden Fall müssen wir auf die Dinger hauen. Du kannst auch nicht springen hier in dem Level, ne? Und da links an diese komischen zwei Biester kommst du ja auch nicht dran. Wir sollen ja irgendwas fangen. Wieso steht da fangen? Nee, Fanger ist, glaube ich, das Ding, was wir in der Hand haben. Das ist der Hammer. So. Gut, aber irgendwie hieß es, wir müssen da gleichzeitig drauf bremsen. Aber das haben wir ja gerade eben gemacht schon wieder. Ja, keine Ahnung. Ich bin etwas überfragt. Frag mich. Weiß nicht, willst du? Ich weiß es noch nicht. Also irgendwie stellt er sich ja auf irgendwelchen Dingen ab. Oh, jetzt haben wir ihm Schaden gemacht. Warum auch immer? Also er hatte ja sein Ding da drauf abstellen, seine Schelle oder was das ist. Oh, ich habe 30 Sekunden. Da. 60. Ja, dann müssen wir einfach nur, ich glaube nicht den gleichen, da waren da zufällig auf beiden, auf die wir raufgeschlagen haben, ein Bein von ihm drauf. Kann das sein? Ja, also bei mir war ein Bein drauf. Ja, dann mach einmal mit Bein. Siehste? Okay, wenn das so einfach ist. Ja, auch nur 4 Treffer? Ich bin mir noch nicht von überzeugt. Zack. Da muss noch was kommen hier nach, wenn wir die nächste Phase, die nächsten Treffer noch haben. Hier eine zweite Welle. Zeit! Meine hat das Bein versetzt. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass wir beide gleichzeitig hauen müssen. Oh, jetzt ist er. Ich versuche mich ja nicht anzupassen. Was ist das? Und? Was ist das jetzt? Das kann es nicht gewesen sein, oder? Das war's. Das war's tatsächlich. Ich raste voll aus. Na gut. Da war das Schwierige wohl nur zu verstehen, was man machen muss. Die haben so viel an A gekriegt, Alter. Und wir schnell begriffen haben. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ah! Wow, wow, wow.